hier ist Anja und wir starten jetzt das neue Singleplayer-Projekt, auf das wir alle gewartet haben. Aber ich spiele Subnautica. Ich habe super, super viel Positives von Subnautica gehört und ich bin super gespannt und ich freue mich wahnsinnig, mit euch das Spiel zu spielen. Das heißt, wir fangen jetzt an. Ich verlinke euch am Ende des Videos immer eine Playlist und am Anfang von jedem Video immer die letzte Folge, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann spielen wir das Spiel durch, immer wenn wir fertig sind. Gibt es noch Below Zero, was ich danach vorhabe zu spielen. Ich habe nun auch mein finales Mikro. Hört ihr diese Soundqualität? Ist es nicht ein Träumchen? Hoffe ich mal, ich habe es noch nicht richtig eingestellt. Ich habe nur das neue Audio-Interface. Aber jetzt sind wir auf einem professionellen Level. Oh, bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass ich jetzt einen Shop habe. Der Link ist in der Beschreibung oder nochmal hier eingeblendet. Das ist www.richtigronja.com. Dort könnt ihr, wenn ihr das möchtet, Merch kaufen und dazu kriegt ihr dann diese wunderhübschen Autogrammkarten. Die hier sind nicht unterschrieben, aber ihr kriegt unterschriebene. Ich saß auf der Tür von Flo richtig lange da und habe noch Autogrammkarten unterschrieben und die werden an den T-Shirt-Typen geschickt und dann schickt ihr die euch mit der Bestellung mit. Wenn ihr möchtet, guckt es euch gerne mal an. Wenn nicht, dann nicht. Und wir fangen jetzt an. Okay. Zündung in 3, 2, 1. Was zünden wir denn? Wir zünden. Wir sind weg vom Schiff. Oh, das Schiff explodiert. Puh. Oh nein. Oh nein, der Feuermelder. Oh nein. Die Platte. Nicht die Platte. Oh nein. Die Platte fliegt. Okay. Ah! Jedes Mal, wenn ich das geöffnet habe, wollte ich das unbedingt im VR spielen. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Das wäre, glaube ich, sehr unentspannt. Okay, ist nur eine entspannte Runde. Das ist eigentlich ein entspanntes Spiel. So, es brennt. Was macht man, wenn es brennt? Wir schnappen uns den Feuerlöscher und wir löschen. Löschen, 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 löschen. Löschen. So. Puh. Tief durchatmen. Okay. Was sagt mir mein Tablet? Starte den Notfallmodus, sage ich mal. Ich habe hier dieses Tablet. Ich bin in meiner kleinen Lebenskapsel. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung, aber das ist noch ein optimales Ergebnis. Ich habe die deutschen Titel eingestellt, ich lese es mal vor. Dieses PA. Okay. Das ist schon mal gut. Es will mich am Leben halten. Und wir kriegen Überlebenshinweise. Okay, wir sollen das Ganze hier überleben. Wir sind auf einem Alien-Planeten. Und, ja. Erste Heldentat. Wir haben das Feuer gelöscht. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was es hier so gibt. Und zwar, ich glaube, um das hier zu reparieren, brauchen wir ein Reparaturwerkzeug. Dafür brauchen wir... Werkzeug ist das wahrscheinlich. Hier. Wir brauchen Silikongummi, Höhlenschwefel und Titan. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach draußen mal um, gucken, ob wir irgendwas finden, was wir dazu benutzen können. Und... Oh, ist es eine Walflosse? Ah, nee, das ist ein... Was ist das für ein Flieger? Lass mich auf den Flieger gucken. Ist der Flieger noch da? Nein. Sieht aus wie so Fische, aber... Okay, die Aurora hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Yikes. Ich finde es gut, dass ich immer noch den Feuerlöscher dabei habe. Fischli! Hallo Fischli! Kann ich den Fischli nehmen? Nein. Oh. Gib mir den Fischli. Okay, wir schwimmen. Schwimmen. Fischli! Ich habe jetzt einen Bumerang. Was haben wir hier noch so? Das sieht wirklich fancy aus, möchte ich nur mal sagen. Also es sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Ich habe meinen Bumerang. Ernten hier ein paar Blaupalmen. Ah ne, Säurepilze ernten wir natürlich, keine Blaupalmen. Und gucken uns das Ganze hier mal an. Zerbricht den... Oh, erstmal Sauerstoff. Ich finde es gut, dass er dich darauf hinweist, wenn dein Sauerstoff leer ist. Sonst gibt es hier nämlich gleich Probleme. Wir tauchen wieder ein und zerbrechen den Kalkstein und sammeln Titan ein. Titan brauchten wir, oder? Hier ist noch einer. Kupfer. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Nice. Unwahrscheinlich war es vorher, dass wir überleben, aber jetzt ist es noch machbar. Oh, wir nehmen das hier mit. Das hier ist ein Metallschrott. Hm. Nice. Geht doch nichts über den guten alten Metallschrott. Ich würde sagen,
Oh, die Fische sind echt cool. Oh, warte, wir brauchen wieder Sauerstoff. Sauerstoff. Genauso wie der Kamerad, der braucht auch Sauerstoff. Ja. Ein Stielauge. Und ein Glubscher. Und, was ist das? Ja, komm, ich will dich auch. Ein Blasenfisch. So, wir sind, ich würde sagen, wir sind der größte Fischer auf Erden. Es ist ja auch wichtig, dass wir Ressourcen sammeln, okay? Wir müssen ja irgendwie Essen und Trinken haben. Die Verwendung von fremden Lebensmitteln. Okay. Er sagt, es ist wichtig, dass wir irgendwie uns am Leben halten. Ich will noch so einen Glubscher. Ich finde die Glubscher süß. Gib mir den Glubscher. Die Glubscher ist echt schnell. Aber die Glubscher sind überall. Ich fliege jetzt erstmal wieder zurück zur Lebenskapsel. Obwohl, ich würde mir gerade einmal noch die Umgebung hier rechts davon anschauen, weil die so ein bisschen anders aussieht. Ich habe gesehen, in Subnautica gibt es verschiedene Biome, die dann halt alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind. Das hängt natürlich auch von der Tiefe ab, in der wir uns befinden. Dass es dann andere Fische gibt. Keine Sorge, das ist kein man kämpft irgendwie um sein Überlebensspiel im Sinne von, man muss wirklich kämpfen. Also das ist wirklich wir sammeln hier Sachen. Aber es gibt eine relativ gute Storyline von dem, was ich mitbekommen habe. Aber man muss jetzt nicht mit den Fischen kämpfen. Ich glaube, man muss, wenn, dann eher ausweichen. Weil, ich meine, hier, die sehen ja alle relativ friedlich aus. Ich nehme mal hier ein paar von den Schlingpflanzen-Samenbüscheln mit. Die sehen nämlich hier sehr... Na komm, ich will noch mehr. Gib mir, gib mir. Die sehen cool aus. Das Leben. Oh, die sind hier beunruhigend. Vor denen habe ich ein bisschen Schiss, bin ich ganz ehrlich. Okay, wir haben den Schleim. Wir haben, was ist das hier? Hier kommen Luftblasen raus. Warte, das will ich jetzt mal angucken. Was ist das für ein Krater, der da ist? Können wir da runter? Warte mal. Hallo? Hirnkoralle. Oh, die Hirnkoralle gibt uns Sauerstoff. Kann ich hier runtergehen, ohne dass ich einfach nichts mehr sehe? Titan. Wir sind so Feuer. Kann ich den einsammeln? Ne, die Fische kann ich hier nicht einsammeln. Ich habe ein bisschen Angst, weil es so dunkel ist. Und ich die einfach nicht mehr rauskomme. Okay. Orientierungsverlust. Ich habe sowieso Probleme mit Orientierung. Inventar ist voll. Oh nein. Das heißt, wir können jetzt hier leider auch nicht weitermachen. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Warum wird denn das jetzt so grün? Oh nein! Ach hier, hier geht's nach oben. Das war ein knapper. Das war ein knapper Escape, würde ich sagen. Überlebe ich das Ganze hier? Ich glaube schon, ja. Ist etwas, ist etwas. Okay, auf geht's zur Kapsel. Wir haben Fische dabei. Ich denke, die Fische können wir uns bestimmt irgendwie zubereiten, dass wir die essen können. Das wäre doch schon mal ein guter Start. Dann muss das Reparaturwerkzeug halt noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, unser direktes Überleben ist natürlich erstmal wichtiger, als dass wir den Kram hier reparieren. Obwohl es natürlich wünschenswert wäre. Hier den Kommunikator kann ich nicht benutzen. Was gibt's hier? Oh, hier gibt es ein Medikit. Oh, mein Inventar ist voll. Stimmt, ja, da war was. Okay, wir benutzen den Fabrikator. Wir machen jetzt erstmal Titan. Titan können wir nämlich einmal sammeln und einmal aus dem Metallschrott machen, wie ich das sehe. Aus den gelben Leuchteblasen stellen wir Silikongummi her, der uns bestimmt auch nützlich sein wird. Ich habe schon mal gelunzt, man kann daraus Flossen machen. Was heißt, ich habe schon mal gelunzt. Ich habe schon mal die erste Folge aufgenommen, aber da hat es leider ein bisschen geleckt und ich habe jetzt die Aufnahme ein bisschen optimiert, damit wir auch eine angenehme, also damit ihr eine angenehme Schauerfahrung habt. Das heißt, wenn ich am Anfang ungefähr weiß, was ich tun will. Oh, wir nehmen eine Batterie. Eine Batterie klingt sinnvoll. Dann liegt das daran. Oh, wir können eine Energiezelle bauen jetzt. Okay, lass mich mal kurz gucken. Wir bauen einen Scanner. Ein Scanner wirkt unglaublich sinnvoll, weil er auch gesagt hat, es gibt verschiedene Lebensformen und dann kann man sich da ein bisschen... Hier. Oh, es gibt Baupläne aus geborgener Technik, die wir damit erkennen können. Und fremde biologische Daten. Ein Feldmesser klingt wie was, was sinnvoll sein könnte. Und ein Auftriebskörper, habe ich schon mitgekriegt, ist praktisch, weil man damit an die Oberfläche schneller kann und dann keine Sauerstoffprobleme hat. Dann gucken wir uns nochmal an. Hier Schwimmflossen machen wahrscheinlich Sinn, damit wir uns ein bisschen schneller fortbewegen können. Und eine Standard-Tauchflasche für ein bisschen mehr Sauerstoff. Und zwar 75 haben wir jetzt. Schwimmflossen habe ich schon. Aus Sicherheitsgründen kann ich sie einstellen. Okay, wir wollen
keine anderen Waffen als ein Messer. Das ist schon okay. Jetzt kochen wir noch einen Glubscher. Der Fabrikator kocht kleine Organismen, entfernt dabei Skelettstruktur, Körperflüssigkeit und innere Organe, sodass sie sicher für den menschlichen Verzehr sind. Das freut mich. Das freut mich sehr. Wenn man synthetische Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal, dass man davon abgeschreckt wird, den Kadaver eines Tieres zu essen. Ich als Vegetarier sage ja. Bedenke, dass Menschen auf diese Weise jahrtausendelang überlebt haben. Du kannst das auch. Guck mal, der Fischli bewegt sich noch. Schmeckt gut um die Flossen herum. Na, dann muss ich dich leider kochen. Es tut mir leid. Ich bin mal gespannt, wie der... Oh, wir haben keine Energie mehr. Okay, wir können den Fabrikator nicht mehr benutzen. Wir haben zum Glück aber erstmal Essen hergestellt. Das heißt, wir futtern jetzt einen Glubscher, ein Stielauge und ein Bumerang, weil der schmeckt ja gut um die Flossen herum. So, wir haben diese Standard-Tauchflasche mit extra 30 Sekunden Sauerstoff und Schwimmflossen, die unsere Schwimmgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Wir haben noch ein so ein Bündel und wir haben einen Haufen Silikongummi. Das heißt, ich würde sagen, wir lagern auf jeden Fall ein bisschen Silikongummi hier in diesem Frachtbehälter. Hier haben wir übrigens noch Leuchtfackeln, die... Oh, wir müssen Raubtiere damit ablenken. Interessant. Hier haben wir Wasser für den Fall, dass wir verdursten. Und einen Nährstoffblock, okay. Aber wir brauchen ja natürlich erstmal die Nährstoffblöcke gar nicht. Ich behalte ein bisschen was in der im Inventar. Weil wir haben ja erstmal ein bisschen Kram noch. Ich würde... Brauchen wir vielleicht Schmiermittel? Was wollen wir hier noch machen? Eine Tauchflasche hoher Kapazität. Dafür brauchen wir die Standardtauchflasche. Zweimal Glas. Wir haben noch Titan. Hier steht, wir brauchen noch einmal Titan und Silbererz. Das heißt, wir könnten da unsere Tauchflasche upgraden. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und hier können wir eine Batteriezelle, Energiezelle machen, wenn wir noch zwei Batterien machen. Ich sag, unsere erste Mission ist es natürlich erstmal hier dieses, nein, nicht Konstruktion, Reparaturwerkzeug zu kriegen. Wir haben alles, was wir dafür brauchen, bis auf Höhlenschwefel. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal nochmal los, gucken, dass wir alle Sachen im Inventar haben, die wir im Inventar wollen. Wie zum Beispiel das Messer hier, den Feuermelder brauchen wir nicht unbedingt im Inventar. Einfach nur die drei Sachen, Scanner, Auftriebskörper, Messer. Und dann machen wir uns wieder raus in die Wildnis. Oh nein, es ist Nacht. Oh nein, sehe ich überhaupt was in der Nacht? Ja, ich sehe was, das ist okay. Es sieht tatsächlich wirklich schön aus in der Nacht, aber ich weiß nicht, ob ich in der Nacht in die Höhle will. Das heißt, ich sammle vielleicht einfach noch ein paar Glubscher ein. Was könnt ihr denn so? Wollt ihr auch eingesammelt werden? Oh, lass uns doch mal ein paar Sachen scannen. Können wir, guck mal, wir können das Windegras scannen. Das sieht hübsch aus, die Animation. Okay, wir scannen noch den Säurepilz. Der ist für Batterien da, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Blaupalme haben wir schon gescannt. Können wir das Fischli scannen? Bumerang. Oh ja, einheimische Lebensform, Bumerang. Oh, wollen wir den mal scannen? Den Kameraden hier? Den Säurekapsel Manati. Okay, der braucht relativ lange und der wird auch... Der macht auch Stress, weil er hier gescannt wird. Okay, lass uns doch mal Tab drücken. Ein behäbiges Tier, einer der größten Pflanzenfresser auf dem Planeten. Oh, Pflanzenfresser! Dafür mächtig ein Räuber eine beträchtliche Mahlzeit darstellt. Ja, ist relativ dick. Er verteidigt sich mit Kapseln aus giftigem, ätzenden Versekret. Okay, das heißt, da wollen wir jetzt nicht unbedingt reinkommen, in das Gelbe, was er so absondert. Aber er jagt uns erstmal nicht, weil es ein Pflanzenfresser ist. Das ist doch schön zu wissen. Was ist mit dir? Kaninchenrochen. Kaninchenrochen? Oh, der Kaninchenrochen ist leider zu schnell. Oh, ich will den Glubscher. Gib mir den Glubscher. Glubscher, komm zu mir. Glubscher, Glubscher. Hab ihn. Wir brauchen natürlich erstmal einen Grundvorrat an Essen, ja? Das ist wichtig. Trinken bräuchten wir auch. Blasenfisch haben wir. Erhöhte Strahlungswerte in der Umgebung. Vorgestellt, die Tendenz entspricht dem Schaden an... Okay, das heißt, wir haben jetzt hier leider Strahlung auf dem Planeten, weil die Aurora abgestürzt ist. Und scheinbar radioaktiv verstrahlt ist. Und das jetzt hier auf meinen Planeten ausscannt. Beziehungsweise nicht auf meinen Planeten, aber generell auf dem Planeten hier. So, du gibst mir erstmal ein Medikit. Das freut mich sehr. Und wir benutzen den Fabrikator mal. Oh, wir machen aus dem Blasenfisch, machen wir Wasser. Der Blasenfisch gibt uns etwas zu trinken. Und wir machen noch einen gekochten Glubscher. Und dann melde ich mich wieder, sobald Tag ist. Und dann... Ist jetzt, glaube ich, auch morgen wieder. Das heißt, wir können uns auf ins Gewässer stürzen
ohne Angst haben zu müssen, einfach in der Dunkelheit verloren zu gehen. Wir suchen, hier habe ich die Hirnalge übrigens gefunden, wir suchen eine Höhle, damit wir Höhlenschwefel kriegen für das Reparaturwerkzeug, was ja wohl, glaube ich, ganz praktisch ist. Vor den Fischen habe ich echt ein bisschen Schiss. Die machen mir Angst. Okay, was haben wir denn hier? Warte mal, hier sieht es aus, als wären hier alte Wracksteile vom Schiff. Vielleicht können wir da auch einfach was scannen. Hier sieht, guck mal, das ist doch eine Höhle. Wenn das keine Höhle ist, dann... Hier, Kracherfisch. Schwefel! Schwefel, 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 Schwefel. Ich habe Schwefel, ich habe ein Referat. Okay, wir haben Kupfer. Oh mein Gott, wir haben jetzt schon Schwefel. Oh nein, was bist du denn? Was bist du denn? Ey, lass mich in Ruhe. Sandhai. Ich scanne dich, ich scanne dich. Ja. Okay, der lässt sich nicht scannen. Kann ich hier irgendwas scannen? 30 Sekunden Sauerstoff. Okay, dann testen wir mal, wie gut unser Head funktioniert. Okay, das funktioniert wirklich viel, viel schneller. Außerdem, wie weit wir nach oben fliegen. Crazy. Oh nein, das sollte man vielleicht nicht mehr in der Hand behalten. Okay, wir scannen weiter. Und der Hai, also der Sandhai hier macht mir... Geh doch weg jetzt! Lass mich in Ruhe! Lass dich entweder scannen oder lass mich in Frieden! Ey, ey, ey! Der ist ganz schön unruhig hier, der Geselle. Jo! Jo, jo, jo! Ich will hier doch nur die Umgebung mehr erkunden. Kann ich hier was scannen? Ich bin ehrlich interessiert. Lass mich doch mal... Labortisch! Vielleicht will ich einen Labortisch, hm? Darüber mal nachgedacht. Oh, da liegt auch noch was drin. Warte, das brauchen wir auch noch. Ein Seegleiterfragment wollen wir noch. Und ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch was drin? Hier ist noch ein Seegleiterfragment. Oh, jetzt haben wir einen Seegleiter. Beziehungsweise wir haben den Blueprint für einen Seegleiter. Das heißt, wir könnten den theoretisch bauen. Ich mache mich mal wieder auf zur Kapsel. Jetzt, wo wir alles für das Reparaturwerkzeug haben, würde ich sagen, hält uns auch nichts mehr auf. Und wir können einfach... Das Messer sieht cool aus. Wir können einfach mal gucken, dass wir unsere Kapsel hier reparieren, weil es macht mich ein bisschen kirre, dass die ganze Zeit so Dampf da rauskommt. Okay, das beunruhigt mich sehr. Darf ich mal anmerken, okay, dass ich die Atmosphäre von dem Spiel unglaublich cool finde. Ich finde das super, super faszinierend. Oh, ich denke, damit wir das bauen können, brauchen wir hier aus dem Frachtbehälter noch was. Wir haben das Silikongummi, wir haben den Höhlenschwefel und wir brauchen... Titan. Vielleicht haben wir aber noch nicht genug Titan. Ich bin nicht sicher. Wieso willst du mich das denn jetzt hier nicht machen lassen? Ich möchte hier Werkzeug... Oh, es geht! Ein Reparaturwerkzeug haben wir jetzt hergestellt. So, ansonsten können wir hier noch den Seegleiter machen. Dafür brauchen wir eine Batterie, Schmierstoff, Kupferdraht und Titan. Ich glaube, Kupfer haben wir schon gefunden, oder? Lass mich mal kurz schauen. Hier haben wir auf jeden Fall... daraus kann man Schmierstoff machen. Kupfererz haben wir hier und Titan finden wir bestimmt. Das scheint jetzt nicht so unendlich selten zu sein. Das heißt, wir würden jetzt hier erstmal Schmierstoff daraus basteln. Und vielleicht brauchen wir für Kupfer gerade noch... Schmierstoff ist beim Bau von Fahrzeugen und Kraftwerken unerlässlich. So, jetzt gucken wir uns mal an, was das Reparaturwerkzeug alles so zu bieten hat. Den kann ich nicht reparieren. Hier, den kann ich reparieren. 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 Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gerade repariere. Oh! Oh! Ah! Ja, nice! Ja, guck mal an! Ja, schauen wir doch mal hier. Den Kommunikator können wir auch noch reparieren. Nice! Oh, und wir haben sogar eine Nachricht. Damit würde ich auch sagen... Beenden wir die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir einen Kommentar, ob ihr das Spiel schon gespielt habt, was ihr dazu vielleicht schon gehört habt, ob ihr euch freut, dass wir jetzt die Folgen machen. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!